Wunderschöne Unterwassergärten haben wir in den Beispielen soeben gesehen, die aus der Ausstellung des hiesigen Championats stammen. Wie man so etwas macht und wie die Jury bewertet, das weiß am besten Roland Strössner. Er ist der Vorsitzende der Jury und ein bewährter Unterwasserpflanzengärtner, bekannt durch seine Internetseite www.wasserpflanzenfreunde.de. Roland, was waren für dich die wichtigsten Kriterien bei der Bewertung des hiesigen Championats? Für mich ist neben dem ersten Eindruck, den das Aquarium auf den Besucher erweckt, vor allem wichtig, dass das Layout so gestaltet ist, dass es für eine längere, dauerhafte Bepflanzung geeignet sein kann. Jedes Aquarium wird sich entwickeln über einen längeren Zeitraum, wird nach 6 bis 8 Monaten ein optimales Ergebnis erzielen. Für einen Wettbewerb ist es besonders wichtig, dass aber auch schon in den Grundzügen das erkennbar ist. Und ich denke, muss ich sagen, dass sehr viele Aquarien hier sehr, sehr schön, auch langfristig für die Leute pflegbar sind und wirklich ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Bei der Auswertung der einzelnen Aquarien hat doch bestimmt auch eine wichtige Rolle gespielt, ob sie nicht nur für kurze Zeit, sondern auch für mehrere Wochen oder gar über ein Jahr lang genauso schön attraktiv sein können, was die Auswahl der Pflanzen und die Art der Bepflanzung betrifft. Ich denke, dass die verwendeten Materialien, Steine, verschiedene Wurzeln, letztendlich auch der Kies dazu beitragen, dass jedes Aquarium für sich einzigartig ist, jedes Aquarium lebt. Und ich denke, dass die meisten Aquarien, die wir heute hier sehen, wirklich auch für ein langfristiges Aquascaping geeignet sind. Ich möchte noch eines erwähnen. Die Bedingungen waren für alle Teilnehmer gleich. Das heißt, sie haben die gleiche Beleuchtung, die gleiche Aquariengröße, auch das gleiche Umfeld gehabt. Das heißt, es ist eine schwarze Hintergrundwand, das gleiche Möbelstück dabei gewesen. Das heißt, es ist eigentlich ein fairer Wettkampf. Ich bin der Meinung, dass alle Teilnehmer die gleichen Möglichkeiten haben, aber ihre eigenen Ideen einbringen können, ihr Rückwand frei zu gestalten, ihr Aquarium wirklich so zu gestalten, wie sie sich es vorstellen. Verschiedene Möglichkeiten sind so wirklich auch von den 7 Juroren, die letztendlich alle anderen Bewertungsrichtlinien zugrunde legen, berücksichtigt. Und ich denke nur, dass so eine faire Entscheidung getroffen werden kann. Und ich denke, es wird auch so werden. Jetzt drücken wir allen Teilnehmern fest die Daumen und werden ja bald nach der Siegerehrung erfahren, wer der Sieger, der Preisträger des ersten Preises, aber auch des Publikumspreises und der anderen Preise sein wird. Aber wenn man Aquarien bepflanzt, möchte man natürlich auch nicht nur sie als Unterwassergarten sehen, sondern es ist viel interessanter, wenn auch Tiere darin zu beobachten sind. Und welche Tiere das sein können, davon möchten wir einige Vorschläge unterbreiten, sowohl von Fischen als auch von Wirbellosen. Als filigrane Schönheiten bezeichnen Aquarianer Süßwassergarnelen. Angesichts der vielen farbenprächtigen Tiere ist es nicht leicht, die passenden Arten für ein Pflanzenaquarium zu finden. Die leuchtend rot-blau gefärbten Neonsalmler sind eine Augenweide vor grünem Pflanzenhintergrund. Sie werden von allen Aquarienfischen am häufigsten gepflegt. Die Auswahl der passenden Fische erfordert jedoch ganz bestimmte Kriterien. Es sollten keine pflanzenfressenden Fische sein, es sollten keine wühlenden Fische sein, es sollten Fische sein, die sich in der Umgebung schön bepflanztes Aquarium wohl, sicher und zu Hause fühlen. Wir wählen den Fischbestand auch danach aus, dass wir die Lebensbereiche in diesen schön bepflanzten Aquarien optimal nutzen. Das bedeutet, für Bodenbereich wählen wir bodenlebende Fische, für die Freiwasserzone entsprechend freischwimmende Fische und wir können ebenso für die Oberflächenbereiche oberflächenliebende Fische einbringen. Platys schwimmen in allen Bereichen des Aquariums. Sie zupfen sogar hin und wieder lästige Pinselalgen von den Blättern der Pflanzen. Erfahrene Aquarianer stellen sich immer neuen Herausforderungen. Die Pflege von Diskusbuntbarschen in Pflanzenaquarien gehört bereits zur hohen Schule. Die südamerikanischen Zichliden benötigen eine besondere Wasserchemie und außerdem eine relativ hohe Temperatur. Für ein Diskusaquarium sollte man deshalb Wasserpflanzen auswählen, die dauerhaft bei hohen Temperaturen von bis zu 28 Grad gedeihen können. Aber auch manche gerade erst entdeckten Tiere, wie diese nur wenige Millimeter großen Süßwassergarnelen, reizen die Spezialisten, sich zu beweisen.
Sie wurden von der Kölner Firma Mimbon Aquarium aus Sulawesi importiert. Eine normale Aquarienhaltung dieser Garnelen unter den bekannten Umständen ist nicht möglich. Man muss also speziell eine Wasserchemie schaffen, die einen pH-Wert zwischen 8 und 8,5 aufweist. Und wir wissen über diese Tiere, dass sie sehr wärmeliebend sind. Das heißt, im Minimum 27 Grad Celsius Wassertemperatur benötigen. Ansonsten haben diese Garnelen einen sehr großen Reiz darüber, dass sie als Süßwassergarnelen ein Farbspektrum aufweisen, wie man es sonst nur von den sehr farbenfreudigen Meerwassergarnelen kennt. Ob es gelingt, diese wissenschaftlich noch nicht beschriebenen Garnelen aus der Gattung Caridina zu pflegen und zu vermehren, wird die Zukunft zeigen. Liebe Zuschauer, ein neuer Trend in der Süßwasseraquaristik ist die Pflege von wirbellosen Tieren. Und einer der wichtigsten und besten deutschsprachigen Spezialisten, der viele Artikel, aber auch viele Fotos verfasst hat und publizierte, ist Chris Luckhaupt. Chris, welche Arten kann man denn am besten in einem Unterwassergarten, in einem bepflanzten Aquarium pflegen? Da kommen natürlich die kleinen Arten insbesondere in Frage, die auch schön farbig sind. Dazu noch, die sind nicht nur klein, sondern auch farbig. Also sprechen sie sehr viele Leute damit an. Und natürlich hat sich dann aus dieser Sache der Trend entwickelt, weil die Leute von diesen kleinen, bizarren und grazilen Lebewesen angezogen sind. Ich nehme an, du sprichst von Garnelen und nicht von Krebsen oder Krabben. Ich spreche jetzt von Garnelen, ja. Weil wir jetzt auch, die Garnelen sind natürlich in diesem Bereich das Hauptthema. Krebse auch, aber ich glaube, den größeren Anteil haben schon die Garnelen. Nun gibt es ja auch Garnelen, die nicht nur einfach die Pflanzen in Ruhe lassen oder schön darauf aussehen, sondern auch solche, die sogar noch Pflegeleistungen im Aquarium vollbringen. Zusätzlich zu ihrer Schönheit kann man natürlich noch ihre Funktion als Algenvertilger herausheben. Und das ist eine Sache, die viele Aquarianer begrüßen, weil viele haben Algenprobleme und somit können sie diese Probleme mit Garnelen beheben. Und das ist natürlich optimal, ne? Und von Vorteil. Chris, welche der vielen Garnelenarten, ein oder zwei, kannst du ganz besonders für Anfänger empfehlen, für die Pflege? Natürlich würde ich die Arten empfehlen, die am einfachsten zu halten sind für Anfänger. Das wären zum einen die Cardina japonica, die Amano-Garnele, die in Deutschland schon relativ weit verbreitet ist. Und natürlich zum anderen die schöne Red Crystal-Garnele, die Königin unter den Garnelen, weil sie natürlich mit Weiß und Rot eine wunderschöne Garnele ist. Wunderbar, ich danke sehr herzlich für diese sehr interessanten neuen Informationen. Und wir, liebe Zuschauer, haben jetzt eine ganz besondere, spannende Atmosphäre zu erwarten, nämlich bei der Siegerehrung des Championats The Art of the Planted Aquarium. Initiator und Organisator des ersten Championats, Harald Sossner, nahm die Siegerehrung des Wettbewerbs vor. Der internationalen Jury fiel die Entscheidung nicht leicht. Es wurde lange diskutiert, auch gestern am Abend noch sehr lange diskutiert, dadurch, dass Biologen dabei waren, Layouter, also es war alles bunt gemischt, deswegen war die Entscheidung etwas schwierig zu finden. Den dritten Preis ist Aquarium Nummer 19, Tank Number 19, von Uwe Pressefischer. 1000 Euro Preisgeld gewinnt der drittplatzierte Uwe Kersenfischer. Upcoming Forest Fire nannte er sein Aquarium. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Spannung steigt. Platz Nummer 2 ist Aquarium Nummer 17, Tank Nummer 17. Jens Kittlich aus Dänemark. Mit ihrem Aquarium Geheimnis im Moor erzielten die Dänen unter der Leitung von Jens Pittlich den zweiten Platz. Die Jury lobte vor allem die gelungene räumliche Gliederung des Aquariums durch Pflanzen und Wurzeln. Wir hofften, unter den ersten 20 oder 10 zu sein. Nun sind wir auf dem zweiten Platz. Das ist wunderbar und wir sind sehr, sehr glücklich darüber.